Lieben, ich begrüße euch heute ganz herzlich zum ersten True Crime Video hier auf meinem Kanal. Ich hatte euch ja nach meiner Sommerpause bereits angekündigt, dass es jetzt auf meinem Kanal auch True Crime Videos geben soll. Ich konnte euch zu dem Zeitpunkt noch nicht genau sagen, wie das Ganze ablaufen wird, wie ich mir diese Videos vorgestellt habe, einfach weil ich es zu dem Zeitpunkt selbst noch nicht hundertprozentig wusste. Das Gerüst stand schon irgendwie für mich, aber ich wusste noch nicht genau, wie ich das umsetzen werde. Ich hatte auch eine ganze Zeit lang überlegt, ob ich wirklich dieses, wie ich finde, sehr, sehr ernste Thema auf meinem Kanal aufnehmen möchte, ob ich die Plattform YouTube wirklich dafür nutzen will, um über diese Fälle zu sprechen, denn ich wollte mit wirklich allerhöchstem Respekt an die Sache rangehen. Es geht hier um Menschen, die entweder einem Verbrechen zum Opfer gefallen sind oder spurlos verschwunden sind. Es gibt Menschen da draußen, die auf diese Menschen immer noch warten, wenn sie spurlos verschwunden sind oder die vielleicht bis heute keine Ahnung haben, wie ihre Lieben zu Tode gekommen sind, und ich finde, man muss da mit ganz, ganz, ganz viel Ernsthaftigkeit und Respekt an die Sache rangehen. Zumindest ich wollte das so machen, und deswegen habe ich mir da natürlich viele Gedanken darüber gemacht, ob ich das wirklich machen möchte oder nicht. Da ich mich aber, wie ihr wahrscheinlich wisst, wenn ihr vor allem meine Büchervideos regelmäßig verfolgt, seit vielen, vielen Jahren für True Crime interessiere, man könnte sagen, es geht eigentlich schon über ein Jahrzehnt, habe ich mich jetzt endgültig dazu entschlossen, diese Videos hier auf meinem Kanal aufzunehmen. Es ist mit sehr, sehr viel Recherche verbunden, auch wenn die natürlich laienhaft ist, versteht sich von selbst. Trotzdem ist es so, dass man da sehr, sehr viel recherchieren muss, auch wenn man den Fall jetzt vielleicht schon kennt, wenn man ihn schon seit Jahren verfolgt, wenn man immer wieder, wenn es Neuigkeiten gibt, sofort mit dabei ist und immer wieder auch nochmal nachliest und alte Sachen nochmal liest, weil man einfach wissen will, vielleicht, ja, hat sich irgendwie was Neues ergeben und so weiter. Es ist ja trotzdem so, dass man wirklich gerade für so ein Video oder auch für True Crime Podcasts, die es ja auch wirklich haufenweise gibt, sehr, sehr viel recherchieren muss, weil es eben ein Thema ist, das sehr, sehr ernst ist und das man nicht einfach mal so lapidar dazwischen wirft. Also zumindest finde ich das. Ja, darum wird es diese Videos auch nicht regelmäßig auf meinem Kanal, geschweige denn irgendwie wöchentlich oder so geben. Ich muss jetzt einfach mal gucken, wie das Ganze auch ankommt, wie ihr das Ganze auch aufnehmt. Und bevor wir jetzt mit diesem Video beginnen, meine Lieben, möchte ich euch auch bitten, ich habe es euch auch nochmal in die Infobox geschrieben, dass wenn ihr in den Kommentaren euch austauschen möchtet über das, was ich euch heute in diesem Video erzähle, wenn ihr Theorien habt, was denn passiert sein könnte, oder wenn ihr auch irgendwelche ergänzenden Dinge habt, die ich jetzt vielleicht hier nicht gesagt habe, dann freue ich mich natürlich drüber, denn darum sind wir hier, darum mache ich dieses Video, um erstens mal den Fall zu präsentieren, obwohl er an sich sowieso sehr präsent, vor allen Dingen in Deutschland, aber auch über die Grenzen Deutschlands hinaus ist, in erster Linie, aber vor allen Dingen auch, um mich auszutauschen. Deswegen mache ich auch andere Videos hier auf YouTube mit anderen Themen, aber hier ist es natürlich auch ganz besonders so, dass der Austausch da wahrscheinlich sehr wichtig ist. Ich muss jetzt einfach mal gucken, wie das bei euch ankommt, wie das Interesse an dieser Art von Videos ist, aber ich habe einfach für mich beschlossen, ich werde dieses Thema True Crime auf meinem Kanal mit aufnehmen. Worum ich euch aber bitten möchte ist, und das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, bevor wir jetzt mit dem Video an sich starten, habt einen respektvollen Umgang in den Kommentaren. Ich weiß, dass ich eine tolle Community habe mit Menschen, die sich auch ausdrücken können und die wirklich mir immer sehr, sehr, sehr intelligente, liebe, freundliche, höfliche, respektvolle Kommentare hinterlassen. Aber ich möchte euch gerade jetzt eben bei diesen True Crime Videos nochmal darum bitten, da ganz besonders das Augenmerk drauf zu haben. Das ist mir sehr, sehr wichtig. So, ihr Lieben, und jetzt beginnen wir mit dem ersten Fall, den ich hier auf meinem Kanal besprechen möchte. Es ist ein Fall, der nach wie vor immer noch ungelöst ist, und es ist der Fall von Lars Mittank. Lars Mittank war zum Zeitpunkt seines Verschwindens im Sommer 2014 gerade mal 28 Jahre alt. Wenn man Freunde, Bekannte oder vor allen Dingen auch Lars Mutter nach seinem Charakter befragt, wie denn Lars eigentlich so gewesen ist, dann bekommt man eigentlich nur zu hören, dass Lars wirklich ein toller Kerl war. Also er muss sehr hilfsbereit gewesen sein, sehr freundlich, sehr bodenständig.
Und vor allen Dingen war er sehr zuverlässig. Gar nicht mal allzu lange Zeit vor Lars' Verschwinden im Jahr 2014 musste die Familie bereits, ich meine, es war ein oder zwei Jahre vorher, einen schweren Schicksalsschlag einstecken. Lars' Vater hatte einen schweren Schlaganfall und war pflegebedürftig. Und Lars, der Schichtarbeiter war in Wilhelmshaven, das im Übrigen ganz in der Nähe von seinem Heimatort Marne, das in Schleswig-Holstein liegt, gearbeitet hat, ist immer nach seinen Schichten, natürlich nicht jedes Mal, aber ganz, ganz oft, nachdem er seine Schicht beendet hatte, noch zu seinen Eltern nach Marne gefahren, um seinen Vater zu besuchen und um einfach für ihn da zu sein. Also wenn man sich anguckt, was das Umfeld von Lars Mittank über ihn zu sagen hat, dann war Lars offensichtlich ein netter, zuverlässiger, bodenständiger junger Mann. Im Sommer 2014 hat Lars dann gemeinsam mit ehemaligen Schulfreunden einen Urlaub nach Bulgarien geplant. Ja, das Ziel der jungen Männer ist die Küstenstadt Varna, die im Norden Bulgariens liegt. Und Varna ist gerade bei jungen Urlaubern sehr, sehr beliebt. Vor allen Dingen wegen seiner Strände, seiner günstigen All-Inclusive-Hotels und auch den Partymeilen. Ganz besonders hervorzuheben ist dabei der Goldstrand von Varna, der auch als Mallorcas Partymeile von Bulgarien gilt. Ja, ein All-Inclusive-Hotel reiht sich sozusagen ans nächste. Es gibt überall Bars, es gibt überall Partymöglichkeiten und auch für kleines Geld kann man da eben einen tollen Urlaub machen. Und da, genau dahin, flog Lars mit seinen Freunden. Da ich mir irgendwie nicht vorstellen konnte, wie groß dieses Varna eigentlich ist, habe ich mal gegoogelt, wie viele Einwohner es hat. Es sind ungefähr 340.000. Verglichen jetzt mit meiner Heimatstadt Regensburg, die ja in meinen Augen alles andere als eine Großstadt ist mit 150.000 Einwohnern, ist Varna dann doch, ja, eine große Stadt, könnte man sagen. Mit noch dazu sehr, sehr vielen Touristen. Außerdem, und da werde ich dann zu einem späteren Zeitpunkt dieses Videos noch zurückkommen, ist Varna wohl der wichtigste Verkehrsknotenpunkt im Norden Bulgariens. Am 30.06.2014 also fliegt Lars mit seinen Freunden in diese Küstenstadt und die ersten Tage verlaufen eigentlich auch relativ gut. Sie checken in ihr Hotel ein, sie verbringen eigentlich eine tolle Zeit miteinander. Sie sind natürlich viel auf den Straßen unterwegs, das Wetter ist herrlich, sie sind am Strand, sie besuchen die Bars. Vielleicht noch als kleine Erinnerungsstütze auch für euch. In dieser Zeit um den 30.06.2014 fand auch gerade die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien statt und man kann sich natürlich vorstellen, was dann erst recht in diesem Varna los war. Ne? Also natürlich waren überall Bildschirme aufgebaut und Leinwände aufgebaut, wo sich natürlich auch die Touristen gemeinsam mit den einheimischen Fußballfans die Spiele anschauen konnten. Ja, ich denke, ihr könnt euch vorstellen, da war natürlich Party ohne Ende und Lars und seine Freunde mittendrin. An einem der ersten Abende in Varna, als die Gruppe rund um Lars aber in einer Bar unterwegs war und sich ein Fußballspiel angeschaut hat, muss es wohl zu einem Zwischenfall gekommen sein, der sich aber sehr schnell wieder klären ließ. Es muss wohl so gewesen sein, dass Lars mit seinen Freunden in dieser Bar saß. Alle haben natürlich ein bisschen was getrunken, man hat sich das Spiel angesehen und irgendwie muss die Gruppe rund um Lars mit anderen Fußballfans angeeckt sein. Ich meine, sowas kann natürlich auch mal passieren, ne? Also ich meine, man guckt sich ein Fußballspiel an als Fan. Es sind ganz viele verschiedene Menschen zusammen an einem Fleck. Man trinkt natürlich ein bisschen was und dann gibt vielleicht ein Wort das andere. Und dann kommt es natürlich zu kleinen Reibereien oder Auseinandersetzungen. Das kann natürlich immer mal sein. So war es offensichtlich auch in den ersten Urlaubstagen, die Lars gemeinsam mit seinen Freunden in Varna erlebt hat. Abends in einer Bar kam es eben zu einer kleinen Auseinandersetzung, allerdings muss es wohl nichts Großes gewesen sein. Und im Nachhinein haben auch Zeugen ausgesagt und auch Freunde von Lars, die eben auch mit dabei gewesen sind, dass es unter anderem Lars gewesen ist, der die Situation wieder entschärft hat. Also er muss halt auch ein Typ gewesen sein, der eben genau solche Situationen mit seiner Art, wie er war, wieder entschärfen konnte. Und ja, der Abend verlief dann doch weiterhin ziemlich harmonisch. Am 5. Juli 2014, also am vorletzten Urlaubstag in Varna, gegen Abend passierte dann der erste von vielen weiteren mysteriösen Vorfällen rund um Lars Mittank. Alles begann damit, dass Lars Kumpels in einem nahegelegenen Fastfood-Restaurant in Varna essen wollten.
Was zuallererst mal wieder auffiel, ist, dass Lars nichts essen wollte. Das war nicht das erste Mal, dass er im Urlaub Nein, danke zu essen gesagt hat. Seine Freunde haben nach seinem Verschwinden dann auch bei der Polizei übereinstimmend ausgesagt, dass ihnen allen aufgefallen wäre, dass Lars erstaunlich wenig gegessen hat. Man muss sich ja vorstellen, man ist im Urlaub. Die All-Inclusive-Hotels haben von morgens bis abends immer Essen dastehen. Und ich meine, Lars und seine Freunde waren ja auch zum Partymachen da. Sie wollten ja auch ein bisschen was trinken, sich amüsieren. Sie waren viel unterwegs und da braucht man halt auch eine ordentliche Unterlage. Und deswegen ist es extrem aufgefallen, dass Lars sehr, sehr wenig gegessen hat. Und auch an diesem vorletzten Tag in Varna, wo die Gruppe eben unterwegs war und in ein Fastfood-Restaurant einkehren wollte, hat Lars sich wieder geweigert, etwas zu essen. Diesmal ging es aber noch einen Schritt weiter. Er wollte nicht nur nichts essen, sondern er wollte erst gar nicht mit seinen Freunden ins Restaurant gehen und meinte, dass er vor der Tür warten würde. Da möchte ich vielleicht ganz kurz einwerfen, dass das für mich persönlich so ein kleiner Punkt war, den ich nicht so ganz verstanden habe, denn wenn ich jetzt mit Freunden in einer Stadt im Ausland unterwegs bin und wir sind alle zusammen und meine Freunde wollen in ein Restaurant, weil sie Hunger haben und ich will aber nichts essen, dann würde ich jetzt persönlich trotzdem mit ins Restaurant mit meinen Freunden gemeinsam gehen und vielleicht dann nur was trinken oder mich einfach nur mit hinsetzen, dass ich halt mit denen zusammenbleibe. Im Nachhinein muss ich aber sagen, kann es natürlich auch sein, dass Lars einfach müde war. Ich weiß natürlich nicht, was die Gruppe der Jungs vorher gemacht hat. Vielleicht waren sie den ganzen Tag am Strand unterwegs. Vielleicht war Lars müde, er hatte ohnehin keinen Hunger und wollte deswegen erst gar nicht mit ins Restaurant gehen. Das ist natürlich alles möglich. Tatsache ist auf jeden Fall, dass Lars sich dann ohne seine Freunde auf dem Weg nach Hause zurück ins Hotel gemacht hat. Auf dem Weg von diesem Fastfood-Restaurant zurück zu seinem Hotel kam es dann zu einem weiteren seltsamen Vorfall. Lars trug an diesem Abend ein Trikot seines Lieblingsfußballvereins Werder Bremen. Das ist ein grünes Trikot, vielleicht war es auch nur ein T-Shirt, jedenfalls war der Aufdruck dieses Vereins Werder Bremen vorne auf dem T-Shirt drauf. Und Lars lief quasi direkt in die Arme von anderen Fußballfans, die, so hat es Lars dann auch berichtet, offensichtlich Fan des FC Bayern waren. Ich gehe mal davon aus, dass die halt auch dementsprechend diese FC Bayern-Kluft dann anhatten. Und die sind dann mit Lars irgendwie angeeckt. Sie haben ihn wegen seinem Trikot, das er da getragen hat, offensichtlich ein bisschen angepöbelt. Ich kann mir schon ungefähr vorstellen, wie das abgelaufen sein wird. Was im Detail bei dieser Auseinandersetzung passiert ist, konnte ich persönlich allerdings nicht recherchieren. Was ich allerdings weiß, ist, dass Lars bei dieser Auseinandersetzung, wie immer auch sie genau ausgesehen haben mag, einen Schlag abbekommen hat. Und zwar einen sehr, sehr heftigen Schlag direkt auf sein Ohr. Als Lars dann am nächsten Morgen beim Frühstück auf seine Freunde trifft, die, nachdem sie im Fastfood-Restaurant gegessen hatten, halt auch ins Hotel zurückgekommen sind, erzählt er ihnen, so haben sie es später berichtet, eine teilweise etwas bizarre Geschichte über das, wie er sich seine Verletzung am Tag davor zugezogen hat. Zunächst hat Lars seinen Freunden das Zusammentreffen mit den FC Bayern München Fans geschildert und dass er wohl aufgrund seiner Kleidung, seines Outfits, seines Trikots mit ihnen dann irgendwie angeeckt sein muss. Allerdings erzählt Lars dann weiter, dass er den Schlag aufs Ohr wohl nicht durch diese FC Bayern München Fans bekommen hätte, da es da zu einer Rangelei kam. Nein, er erzählt seinen Freunden, dass eben genau diese Fußballfans, die ihn da angepöbelt haben, wohl einheimische Bulgaren dafür bezahlt hätten, Lars zu schlagen. Ja, seine Freunde haben sich so ein bisschen über die Geschichte im Nachhinein gewundert. Natürlich waren sie entsetzt, denn dass Lars Schmerzen in seinem Ohr hatte und dass er auch wirklich Probleme hatte, dass er wirklich verletzt wurde, das hat man ihm angesehen. Von daher war es jetzt nicht so, dass sie ihm die Geschichte nicht geglaubt hätten. Nur sie fanden eben so das, was Lars gesagt hat, dass eben diese anderen Fußballfans, Einheimische, bezahlt hätten, dass sie ihn da schlagen, dass sie ihn dort verprügeln, das fanden sie ein bisschen bizarr. Als ich 2016 angefangen habe, mich intensiv mit dem Verschwinden von Lars Mittank zu beschäftigen, muss ich ehrlich zugestehen, dass ich diese Geschichte im ersten Moment auch nicht wirklich glauben konnte. Denn ich habe mir natürlich vorgestellt, wie dieses Zusammentreffen zwischen Lars und diesen Bayern München Fans hätte ablaufen sollen. Und wenn die
Einheimische da dafür bezahlt haben. Ich meine, das dauert ja auch so ein bisschen. In der Zeit hätte Lars ja schon längst verschwinden können. Irgendwie habe ich da immer so ein bisschen ein Fragezeichen neben dieser Geschichte gehabt, die Lars da erzählt hat. Mittlerweile, so viele Zeit später, muss ich sagen, dass ich das glaube, was Lars da gesagt hat. Denn ja, wenn man sich so umguckt, was heutzutage alles passiert, erscheint mir das nicht mehr bizarr oder seltsam, sondern ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es tatsächlich so gewesen ist. Aber man wird es halt einfach nie wissen, weil außer Lars eben niemand dabei gewesen ist. Ja, im Hinblick auf den baldigen Heimflug versucht Lars sich jetzt natürlich in den nächsten Stunden zu erholen. Sein Ohr macht ihm unheimlich Probleme, er hat starke Schmerzen und noch dazu klagt er mittlerweile bei seinen Freunden auch über eine Hörminderung. Deswegen, aber auch weil die Schmerzen immer schlimmer werden, geht Lars noch am selben Tag zu einem Arzt in Varna. Der Arzt stellt bei Lars einen Trommelfellriss fest und rät ihm dringend an, ins Krankenhaus nach Varna zu gehen, dass das Ohr nochmal genauer geschaut wird. Natürlich auch deswegen, weil der Heimflug am nächsten Tag bevorsteht und es nach wie vor nicht raus ist, ob Lars überhaupt flugtauglich ist mit einem gerissenen Trommelfell. Am nächsten Tag, also am 7. Juli 2014, treten Lars Freunde wie geplant die Heimreise nach Deutschland an. Lars dagegen bleibt. Er möchte sich nämlich tatsächlich im Krankenhaus sein Ohr nochmal anschauen lassen, um dann eben auch ja, zu erfahren, ob er jetzt nach Hause fliegen darf oder nicht. Das tut Lars dann auch und der Arzt im Krankenhaus bestätigt den Trommelfellriss und rät Lars dringend dazu, sich sofort im Krankenhaus direkt vor Ort in Varna operieren zu lassen, was Lars allerdings grundweg ablehnt, denn er möchte sich in Deutschland operieren lassen. Ja, um einer Infektion im Ohr vorzubeugen, bekommt Lars aber trotzdem vom Krankenhaus noch ein Antibiotikum verschrieben, das er sich dann auch direkt im Anschluss, als er das Krankenhaus eben wieder verlässt, in der Apotheke holt. Und er checkt in ein sehr günstiges Hotel in Varna ein für eine Nacht, also quasi für die Nacht von 7. auf 8. Juli, nämlich in das Hotel Color. Jetzt kann man natürlich über einiges reden. Man könnte zum Beispiel darüber reden, wie es denn sein kann, dass Lars Freunde oder zumindest nicht einer von Lars Freunden bei ihm geblieben ist. Augenscheinlich war er ja verletzt und auch nicht reisefähig. Lässt man einen Freund im Ausland in so einer Situation ganz allein? Es wurde sehr, sehr viel darüber diskutiert. Ganz, ganz viele Menschen haben laut aufgeschrien, wie das sein kann, wenn man im Ausland ist und man hat einen Freund, der verletzt wurde und der jetzt wahrscheinlich nicht fliegen kann, dass man den einfach alleine lässt. Ich persönlich möchte mir kein Urteil darüber erlauben, denn ich glaube, dass es extrem situationsabhängig ist. Und was noch dazu kam, ist, dass Lars explizit darauf bestanden hat, dass seine Freunde geschlossen nach Hause fliegen. Er wollte nicht, dass jemand bei ihm bleibt. Das muss man natürlich alles immer mitbedenken. Ich persönlich möchte mir kein Urteil erlauben, ob jemand von Lars Freunden hätte bei ihm bleiben müssen oder nicht. Ja, die Nacht vom 8. Juli 2014 verbringt Lars also dann in dem bereits genannten Hotel Color. Und dieses Hotel hat nicht gerade den besten Ruf. Es ist auch nicht in der besten Gegend von Varna. Es gibt sehr viele Gerüchte über dieses Hotel, dass da außenrum wohl, sehr viele Drogen auch verkauft werden und es ist alles so ein bisschen unsicher und so weiter, aber es ist ein sehr günstiges Hotel und es ist auch ein Hotel, wo eben Lars noch ein Zimmer für diese Nacht bekommen hat und deswegen checkt er eben an diesem Abend des 8. Juli in das Hotel Color ein. In dieser Nacht beginnt das Ganze jetzt absolut konfus zu werden. Um 3 Uhr morgens klingelt bei Lars Mutter in Deutschland das Telefon. Am anderen Ende ist Lars, der sehr panisch und sehr verängstigt wirkt. In diesem Telefonat erzählt er seiner Mutter etwas wirr, dass in diesem Hotel Color, in dem er sich jetzt befindet, irgendetwas nicht stimmen würde. Er würde sich unsicher fühlen und er sagt immer wieder, hier stimmt irgendwas nicht. Auf Nachfragen seiner Mutter, was er damit meint, ob er das nicht genauer benennen kann, schweigt sich Lars allerdings aus. Er kommt nicht auf den Punkt. Er sagt einfach nur, dass hier irgendetwas nicht stimmt, dass seine Mutter seine Kreditkarten sperren lassen soll und dass er sich hier nicht sicher fühlt und dass er hier so schnell wie möglich raus muss. Seine Mutter versucht ihn natürlich zu beruhigen. Sie ist in Deutschland, sie ist hunderte Kilometer von ihrem Kind entfernt. Sie kann nichts anderes machen, als versuchen, Lars zu stärken.
aber der wirkt trotzdem weiterhin sehr konfus, panisch und durcheinander. Kurze Zeit später verlässt Lars dann auch völlig überstürzt das Hotel Color. Er packt seine Sachen zusammen und geht. Was ich nicht rausbekommen konnte, ist, ob Lars tatsächlich an der Rezeption ausgecheckt hat oder nicht. Ich habe wirklich versucht, das zu recherchieren, ich konnte es aber nicht rausfinden, denn es wäre natürlich interessant gewesen, wie Lars sich beim Auschecken in diesem Hotel verhalten hat. Ich gehe davon aus, dass das natürlich ermittelt wurde, aber ich konnte es in meinen Recherchen nicht erfahren, ob Lars einfach mitten in der Nacht aus diesem Hotel gestürmt ist, ohne auszuchecken, oder ob er ganz normal an der Rezeption ausgecheckt hat. Das wäre nämlich sehr interessant gewesen, denn der Hotelmitarbeiter, der Lars ausgecheckt hat, der hätte ja vielleicht auch Lars' Zustand nochmal beurteilen können. Ich habe leider darüber nichts mehr gefunden. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er nicht ausgecheckt ist, sondern dass er einfach aus dem Hotel raus ist. Aber ich weiß es, wie gesagt, nicht sicher. Tatsache ist auf jeden Fall, dass Lars dieses Hotel völlig überstürzt mitten in der Nacht verlässt. Um kurz vor 3:30 Uhr morgens ruft er seine Mutter in Deutschland erneut an. Die sitzt natürlich neben dem Telefon, geht sofort ran und Lars wirkt jetzt noch konfuser als einen Anruf vorher, als er noch in seinem Hotelzimmer war. Mittlerweile ist Lars nämlich irgendwo außerhalb des Hotels. Seine Mutter weiß nicht, wo er ist, aber sie sagt, dass er in diesem Telefonat sehr, sehr leise gesprochen hat. So als würde er verhindern wollen, dass irgendjemand ihn hört oder sieht, wenn er telefoniert. Lars Mutter fragt ihn natürlich, was los ist, wo er ist, ob er in Sicherheit ist, aber Lars verneint das und sagt, dass er sich verstecken muss, denn er wird von 4 Männern verfolgt. Wiederum versucht seine Mutter am anderen Ende der Leitung in Deutschland Lars zu beruhigen, aber sie kriegt es nicht wirklich hin. Das Telefonat endet dann und kurze Zeit später bekommt Lars Mutter eine SMS von ihm und jetzt wird es richtig konfus, denn jetzt schreibt Lars seiner Mutter, ob sie weiß, was Zefzil 500 bedeutet. Zefzil 500 ist ein Antibiotikum und es ist das Antibiotikum, das Lars im Krankenhaus einige Stunden davor von dem Arzt verschrieben bekommen und das er sich dann im Anschluss in der Apotheke geholt hat. Jetzt möchte Lars also per SMS mitten in der Nacht, nachdem er aus dem Hotel geflohen ist, von seiner Mutter in Deutschland wissen, ob sie weiß, was Zefzil 500 ist. Ja, die Frage, die ich mir natürlich auch gestellt habe, ist, warum fragt Lars das? Hat er das Medikament schon eingenommen und hat selbst gemerkt, dass er sich nach diesem Medikament, nach der Einnahme dieses Medikamentes vielleicht verändert hat? Hat er selbst gemerkt, dass er auf einmal irgendwie panisch wird oder dass er unsicher wird oder dass er vielleicht sogar Halluzinationen hat, wie auch immer? Und schiebt das jetzt irgendwie auf das Medikament, auf die Einnahme des Medikaments und fragt seine Mutter deswegen danach? Oder hat er das Medikament noch nicht eingenommen und möchte von seiner Mutter einfach nur wissen, ob sie das Medikament kennt, ob sie gucken kann, was das Medikament ist? Dann stellt sich aber die Frage, warum möchte er das um 3:30 Uhr morgens von seiner Mutter wissen, wo er ja offensichtlich gerade von 4 Männern verfolgt wird? Alles sehr, sehr konfus und sehr, sehr mysteriös. Gegen 5 Uhr morgens wird ein Taxi auf den winkenden Lars Mittank am Straßenrand aufmerksam. Der Taxifahrer hält an und nimmt Lars auf. Was Lars in der Zeit zwischen dem Anruf seiner Mutter bzw. der letzten SMS und dem Anhalten des Taxis um 5 Uhr morgen gemacht hat, was ja doch circa 1,5 Stunden sind, das weiß ich leider nicht. Ich konnte darüber nichts herausfinden. Es wäre natürlich sehr interessant zu wissen, was Lars in diesen 1,5-2 Stunden gemacht hat, nachdem er mit seiner Mutter telefoniert hat und ins Taxi eingestiegen ist. Meine Vermutung ist, dass er sich wahrscheinlich versteckt gehalten hat, weil er ja immer noch dachte, dass er verfolgt wird. Das ist aber alles nur eine Vermutung. Tatsache ist, ich weiß nicht, was er in diesen 1,5 Stunden gemacht hat und ich weiß auch nicht, ob das bisher ermittelt werden konnte. Tatsache ist, um 5 Uhr morgens sitzt Lars Mittank in einem Taxi Richtung Flughafen Varna. In diesem Taxi sitzt Lars auf der Rückbank. Und dem Taxifahrer, der im Nachhinein auch ermittelt werden und befragt werden konnte, ist aufgefallen, dass Lars extrem große Pupillen hatte. Der Taxifahrer sagt, dass er eben in den Rückspiegel geguckt hat, weil er eben nach Lars gucken wollte und dass ihm, wobei man ja sagen muss, es war 5 Uhr früh, es war noch dunkel und trotzdem, dass es noch dunkel war, ist ihm wohl aufgefallen, dass der, Gast in seinem Taxi extrem große geweitete Pupillen hatte. Ich habe natürlich mal gegoogelt,
was zu Vergrößerung von Pupillen führen kann. Und es ist wohl so, dass mit die häufigste Ursache von geweiteten Pupillen die Einnahme von illegalen Drogen ist. Aber auch die Einnahme von Antihistaminen, also von Allergika, kann zum Beispiel zur Erweiterung der Pupillen führen. Es könnte aber auch, so habe ich gelesen, eine Kopfverletzung oder ein Gehirnödem dafür verantwortlich sein, dass die Pupillen geweitet sind. Jetzt kann man natürlich wieder spekulieren. Lars hat einen Schlag auf das Ohr bekommen. Er hat einen Trommelfellriss. Man weiß natürlich nicht, ob Lars noch weitere Verletzungen vielleicht im Kopfbereich hatte, die man überhaupt noch nicht entdecken konnte. Denn es wurde, so wie ich das jetzt recherchieren konnte, im Krankenhaus kein CT oder kein MRT gemacht. Lars wurde auch, soweit ich es, wie gesagt, recherchieren konnte, nicht geröntgt. Man weiß also nicht, ob er nicht noch weitere Verletzungen am Kopf oder auch im Kopf hatte. Von daher könnte es jetzt natürlich auch mit den erweiterten Pupillen daran gelegen haben, aber wie gesagt, ich habe eben auch herausgefunden, dass die erweiterten Pupillen ein Zeichen auch sein können, was die Einnahme von illegalen Drogen angeht. Man weiß es wie gesagt nicht, es ist nur etwas, was dem Taxifahrer eben auffiel. Lars kommt um 6 Uhr morgen endlich am Flughafen in Varna an. Er ruft erleichtert seine Mutter in Deutschland an und berichtet ihr, dass er jetzt endlich am Flughafen angekommen ist. Die atmet natürlich zunächst mal auf. Ihr Sohn ist in Sicherheit, vermeintlich. Er ist am Flughafen angekommen. Hier sind viele Menschen. Es ist helligster Tag. Er ist also jetzt am Flughafen. Alles wird gut. Seine Mutter empfiehlt ihm trotz allem nochmal den Flughafenarzt vor Ort aufzusuchen, denn es geht immer noch darum, dass nicht raus ist, ob Lars jetzt nun fliegen kann oder nicht mit einem geplatzten Trommelfell. Und deswegen bucht seine Mutter ihm auch vorsichtshalber, falls Lars flugunfähig ist, ein Busticket zurück nach Hause. Lars stimmt seiner Mutter zu und sagt, dass er so schnell wie möglich zum Flughafenarzt gehen wird. Kurz darauf passiert allerdings schon das nächste Unerklärliche. Lars ruft erneut bei seiner Mutter an und behauptet, er sagt wörtlich, sie lassen mich nicht fahren und sie lassen mich nicht fliegen. Das Mysteriöse an dieser Sache ist, dass Lars zu dem Zeitpunkt, das konnte man später ermitteln, noch gar nicht beim Flughafenarzt war. Das heißt, er hatte noch überhaupt nicht die Information von ärztlicher Seite, dass er nicht fliegen darf. Geschweige denn, dass er nicht fahren darf. Die Frage stellt sich also, warum behauptet Lars, dass sie ihn nicht fahren und nicht fliegen lassen, wenn er noch überhaupt nicht beim Arzt war? Wie auf jedem Flughafen heutzutage ist natürlich auch der Flughafen in Varna gespickt mit Überwachungskameras. Und es ist wirklich einerseits unheimlich spannend und interessant, allerdings auf der anderen Seite auch sehr erschreckend, wenn man sich die Videoüberwachungskameras von diesem Morgen ansieht, an dem Lars Mittank an diesem Flughafen ankam. Man sieht ihn nämlich durch die Eingangshalle des Flughafens gehen, er trägt seine Tasche und Lars wirkt auf diesen Aufnahmen, ich meine, es sind Videoaufnahmen, da kann man jetzt nicht sehr viel draus ziehen, vor allen Dingen, sie sind auch nicht unbedingt sehr scharf und deutlich, aber man kann von dem, wie Lars sich dort bewegt, als er in diesen Flughafen geht, eigentlich davon ausgehen, dass er recht entspannt wirkt. Also er schlendert da mit seinem Gepäck durch die Flughafenhalle und fragt auch offensichtlich jemanden nach dem Weg zum Flughafenarzt. Das war aber dann schon, nachdem er seiner Mutter erzählt hat, dass er nicht fahren und nicht fliegen darf. Jetzt wirkt Lars wieder entspannt. Er fragt also nach dem Flughafenarzt und betritt dann auch, das kann man halt auch auf den Videoaufnahmen sehen, das Arztzimmer. Der Flughafenarzt hat berichtet, dass Lars zunächst noch sehr entspannt gewirkt hat. Er hat erzählt, was passiert ist und dass es jetzt eben darum geht, ob er jetzt flugtauglich erklärt wird oder eben nicht aufgrund des Risses im Trommelfell. Auch dieser Arzt bestätigt den Riss noch einmal. In seiner Aussage hat der Flughafenarzt dann auch noch gesagt, dass er das Gefühl hatte, dass Lars ihm überhaupt nicht vertraut. Und als dann die Tür dieses Behandlungszimmers aufgeht und ein Mitarbeiter des Flughafens in dieses Arztzimmer hineinkommt, da brennen Lars offensichtlich alle Sicherungen durch, denn er steht auf und stürmt aus diesem Behandlungszimmer in die Flughafenhalle, ohne auch nur ein Wort zu sagen, raus. Er verlässt dieses Arztzimmer in absolut heller Panik und direkt als er rausläuft, da tritt wieder die Videokamera in Aktion, die Lars ja schon vorher beim Reingehen und jetzt eben beim Hinaus
Rasen, man kann es nicht anders sagen, aus diesem Raum wieder aufnimmt. Lars rennt also in, so wirkt es zumindest auf diesen Videoaufnahmen, Todesangst aus diesem Behandlungszimmer, quer durch die Flughafenhalle Richtung Ausgang, raus über das Flughafengelände. Er verlangsamt nicht sein Tempo, zumindest zunächst nicht. Er dreht sich auch nicht um, er rennt einfach nur und rennt und rennt. Und rennt. Das Flughafengelände ist mit einem 2 Meter hohen Zaun umgeben. Für Lars, der sehr sportlich ist, kein Problem. Die Videos, Kameras außerhalb des Flughafengeländes können ihn noch so lange aufnehmen, bis er über diesen Zaun springt. Und seitdem ist Lars Mittank spurlos verschwunden. Sein Gepäck, sein Ausweis, sein Handy, seine persönlichen Sachen, alles hat er in dem Zimmer des Flughafenarztes zurückgelassen. Auch an dieser Stelle kann man natürlich wieder über einiges reden. Ich habe herausgefunden, dass es niemals geklärt werden konnte, wer dieser Mann gewesen ist, der da einfach in die Behandlung zwischen Lars und dem Flughafenarzt geplatzt ist. Man hört immer wieder mal hier und da, es wäre ein Mitarbeiter des Flughafens gewesen, er wäre auch so angezogen gewesen, als wäre er eben ein Mitarbeiter des Flughafens. Da stellen sich für mich mehrere Fragen. Zunächst mal finde ich es ein bisschen seltsam, dass einfach irgendein Mitarbeiter des Flughafens in ein vertrauliches Arzt-Patientengespräch hineinplatzt. Damit nicht genug, frage ich mich, wenn es ein Mitarbeiter des Flughafens gewesen ist, warum konnte man diesen Mann bis zum heutigen Tag nicht finden? Der Flughafen hat ja seine Angestellten. Das werden ja jetzt nicht 100.000 Angestellte sein. Es muss doch irgendwie rauszufinden sein, wer dieser Mann gewesen ist, wenn er denn wirklich an diesem Flughafen gearbeitet hat. Das ist etwas, was mich vom ersten Tag an diesem Fall wurmt, weil man nicht weiß, wer dieser Mann war. Was mich auch interessieren würde, ist, was danach passiert ist. Lars stürmt also in Todesangst aus diesem Zimmer und was passiert dann auf diesem Flughafen? Das ist auch so etwas, was ich bis heute nicht rausfinden konnte. Was hat der Flughafenarzt dann unternommen? Was ist mit diesem Mann passiert, der da eben in dieses Zimmer reingeplatzt ist, den man bis heute nicht finden konnte? Alles Fragen, die ich leider nicht beantworten kann, weil ich dazu nichts gefunden habe und weil ich auch nicht weiß, ob diese Informationen irgendwie ermittelt wurden oder, wenn sie ermittelt wurden, ob sie irgendwie bekannt gegeben wurden. Ich habe nichts gefunden. Es würde mich aber sehr, sehr interessieren. Ja, neben den offiziellen Ermittlungen, die natürlich kurz nachdem klar war, dass Lars Mittank verschwunden ist, stattgefunden haben, hat auch die Familie von Lars sehr, sehr viel mitgearbeitet. Sie haben eine Internetseite gegründet, sie haben selbst Fahndungsblattkarte gedruckt. Die Mutter von Lars Mittank ist auch mehrere Tage, nachdem ihr Sohn verschwunden war, selbst nach Warna geflogen, ist vor Ort, hat selbst gefragt. Die deutschen Behörden haben dann auch gemeinsam mit den bulgarischen Behörden daran gearbeitet, Spuren von Lars zu finden. Man hat natürlich in der Umgebung gefragt, man hat Obdachlosenheime durchforstet, man hat in den umliegenden Dörfern gefragt, man hat die Umgebung rund um den Flughafen durchsucht. Man hat natürlich auch vor allem LKW-Fahrer angesprochen, denn ich hatte euch ja eingangs im Video schon gesagt, dass Varna eben ein sehr, sehr wichtiger Verkehrsknotenpunkt im Norden Bulgariens ist und da halt auch eben in der Nähe des Flughafens eine große Autobahn ist. Da wäre natürlich es auch möglich gewesen, dass Lars irgendwie in Richtung Autobahn gelaufen ist, dort irgendwo eingestiegen ist. Also man hat auch LKW-Fahrer befragt, viele Autofahrer und so weiter und so fort. Aber man hat niemals die leiseste Spur von Lars Mittank mehr gefunden, nachdem er über diesen Zaun am Flughafen gesprungen ist. Und das ist einfach unfassbar. Ein Jahr nach Lars Verschwinden im Juni 2015 wurde der Fall auch in Aktenzeichen XY bekannt gemacht. Daraufhin kamen auch mehrere Anrufe rein, allerdings eine heiße Spur wurde nicht gefunden. Im Sommer 2019 hat dann auch ein LKW-Fahrer in Ostdeutschland behauptet, er hätte Lars per Anhalter mitgenommen. Nach vielen genauen Recherchen und sehr, sehr intensiv langwierigen Recherchen hat sich dann aber herausgestellt, dass der LKW-Fahrer einen jungen Mann mitgenommen hat, aber nicht Lars Mittank. Es gibt sehr, 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 sehr viele Spekulationen zu diesem Fall, was wahrscheinlich auch einfach an dem liegt, wie er stattgefunden hat. Es gibt sehr viele ungeklärte Fragen, es gibt sehr viele mysteriöse Dinge, die das Verschwinden von Lars Mittank betreffen und daraus entstehen natürlich auch sehr viele Spekulationen. Ich möchte da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das ist nicht der Sinn der Sache, aber ich möchte euch natürlich so ein bisschen sagen,
was es so denn für Annahmen gibt, was mit Lars Mittank wirklich passiert sein könnte und wo er jetzt mittlerweile ist, ob er noch lebt oder ob er nicht mehr lebt. Ganz, ganz viele sind der Meinung, dass Lars Mittank aufgrund seines Schlags auf das Ohr eine Gehirnerschütterung erlitten hat und dadurch eben einen Gedächtnisverlust hatte. Das heißt, dass er irgendwie nicht mehr wusste, wer er ist, wo er ist, wann er ist und einfach davongelaufen ist aufgrund dieser ganzen Panik und dieser Angst und diesen Schlag auf dem Kopf, die Gehirnerschütterung. Vielleicht hat er auch dadurch Halluzinationen bekommen, wie auch immer. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die Lars Verhalten auf eine Gehirnerschütterung aufgrund des Schlages aufs Ohr zurückzuführen und die eben sagen, dass Lars einfach nicht mehr weiß, was er getan hat und deswegen da rausgestürmt ist und die davon ausgehen, dass Lars eben nach wie vor immer noch lebt, aber dass er eben nicht weiß, wer er ist und deswegen irgendwo in Bulgarien, vielleicht auch auf der Straße lebt, mit einer Amnesie, mit einem Gedächtnisverlust. Ich ganz persönlich, ich weiß, dass diese Theorie extrem weit verbreitet ist. Ich persönlich glaube sie allerdings nicht. Ich muss zugeben, ich habe nicht recherchiert, wie sich eine Amnesie weiterentwickelt, nachdem man durch einen Schlag auf den Kopf vielleicht eine Amnesie erlitten hat, ob sie sich wieder zurückbildet oder ob sie dauerhaft ist. Aber für mich ist das einfach ein bisschen zu unwahrscheinlich, dass Lars sein komplettes Gedächtnis auf einmal vergessen hat, zumal er ja noch kurz vorher mit seiner Mutter telefoniert hat. Ja, also wie gesagt, es ist eine sehr verbreitete Theorie. Ich persönlich glaube sie nicht ganz. Fast ebenso viele Menschen glauben, dass Lars illegale Drogen genommen hat und dass er deswegen Halluzinationen hatte. Das würde auch die geweiteten Pupillen zum Beispiel erklären. Lars Panik, seine Angstzustände, die wirren Aussagen gegenüber seiner Mutter, dass er verfolgt wird, wobei man natürlich nicht weiß, ob die wirr sind oder nicht. Es kann durchaus sein, dass Lars Mittank wirklich verfolgt wurde. Aber wenn man das alles so ein bisschen zusammennimmt, dann sind ganz, ganz viele Menschen der Meinung, dass Lars einfach Drogen genommen hat. Sei es jetzt absichtlich oder unabsichtlich, dass ihm diese Drogen irgendwie verabreicht wurden in einem Getränk, wie auch immer, und dass er, weil er auch nicht sehr viel gegessen hat in diesem Urlaub, das einfach alles nicht so gut vertragen hat, und dass es eben deswegen zu diesen teilweise Wahnvorstellungen oder diesem seltsamen Verhalten, sagen wir es so, das Lars Mittank an den Tag gelegt hat in den letzten Stunden, bevor er verschwunden ist, erklären könnte. Es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die glauben, dass Lars Verschwinden etwas mit dem Antibiotikum, das ihm der Arzt im Krankenhaus in Varna verschrieben hat, zu tun hat. Ich muss auch sagen, dass ich da zum kleinen Teil dazu gehöre, denn ich glaube auch, dass es irgendetwas mit diesem Medikament zu tun hat. Denn Lars hat ja mit seiner Mutter telefoniert, das habe ich euch ja auch schon gesagt während des Videos, und hatte dann ja in einer anschließenden SMS seine Mutter gefragt, obwohl er offensichtlich gerade von 4 Männern verfolgt wird und sich vor dem Hotel Color in Angst und Panik versteckt, was es denn mit diesem Antibiotikum auf sich hätte. Also hat seine Mutter daraus geschlossen, und das tue ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen, dass Lars seinen Zustand und das, was ihm gerade Angst macht, irgendwo mit diesem Medikament in Verbindung bringt. Also dieser Gedanke drängt sich ja irgendwo geradezu auf. Warum sollte jemand, der in Lars Situation ist, seine Mutter per SMS so etwas fragen ohne Grund? Also ich glaube tatsächlich auch, dass es irgendetwas zu tun hat mit der Einnahme dieses Medikaments. Das Problem ist einfach, man weiß nicht, ob Lars zu dem Zeitpunkt dieses Medikament überhaupt schon genommen hat oder nicht. Ich persönlich, alles nur Spekulation natürlich, glaube, dass er es genommen hat und dass er gemerkt hat, irgendwas ist hier faul. Ich fühle mich komisch, ich fühle mich beobachtet, ich fühle mich nicht gut, irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht liegt es an dem Medikament. Also so reime ich mir das zusammen. Ich habe mir daraufhin natürlich mal die Nebenwirkungsliste dieses Antibiotikums angeguckt. Und neben den üblichen Nebenwirkungen, die so ein Antibiotikum haben kann, wie zum Beispiel Erbrechen oder auch Durchfall, Magenschmerzen und so weiter, stand eben auch in diesem Beipackzettel, dass es auch psychische Veränderungen geben kann, diese aber wohl sehr selten seien. Ich habe aber auch noch in einem anderen Blog gelesen,
dass es wohl eine Studie gibt oder gab zu diesem Medikament, die dann auch wieder das Gegenteil behauptet hat, wo dann auch irgendwie gesagt wurde, dass es sehr wohl bei Einnahme von diesem Antibiotikum auch zu psychotischen Zuständen kommen könnte. Das ist aber alles so ein bisschen fraglich, das ist alles so ein bisschen wischiwaschi. Ich konnte letztendlich nichts Genaues herausfinden, ob es bei der Einnahme von diesem Antibiotikum zu so etwas kommen kann, was Lars da offensichtlich entwickelt hat. Man weiß es einfach nicht. Das ist das Frustrierende an dieser Sache. Man kann es halt einfach nicht sagen. Noch dazu, weil man halt nicht weiß, hat er es zu dem Zeitpunkt überhaupt schon genommen oder eben nicht. Natürlich gibt es wie fast bei jedem Medikament heutzutage auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Das heißt, wenn man jetzt dieses Antibiotikum nimmt und noch ein anderes Medikament, was sich vom Wirkstoff her eben nicht mit dem verträgt, kann es auch zu Wechselwirkungen kommen. Ich weiß allerdings nicht, ob Lars Mittank regelmäßig Medikamente genommen hat. Von daher wieder großes Fragezeichen. Lars Mittank ist seit dem 8.7.2014 spurlos verschwunden. Seine Mutter wartet auf ihn jeden Tag und sie ist sich sicher, dass Lars noch lebt und dass er eines Tages wieder zurückkommt. Und das wünsche ich mir auch unheimlich für diese Frau. Ja, mich persönlich hat der Fall Lars Mittank seit Anfang 2016 unheimlich beschäftigt. Es ist ein Fall, der in Deutschland sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, auch im Ausland sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Unter anderem wahrscheinlich auch deswegen, weil es eben diese Videoaufnahmen gibt und weil dieses ganze Verschwinden von Lars so mysteriös ist, weil es nicht erklärt werden kann, weil nie wieder auch nur die leiseste bewiesene Spur von Lars Mittank gefunden wurde, seit er über diesen Zaun am helllichten Tag in Varna gesprungen ist. Ich glaube, dass diese ganzen Komponenten zusammen diesen Fall einfach so unfassbar machen. Er ist für mich einer der mysteriösesten, unerklärlichsten Fälle, über die ich persönlich je gelesen habe. Und deswegen wurde es, unter anderem deswegen wurde es jetzt auch der erste Fall, den ich hier auf meinem Kanal besprechen wollte. Wie gesagt, meine Lieben, ich bin nur ein Laie und meine Recherchen sind es ebenso. Also verzeiht mir bitte, wenn ich hier und da vielleicht einen kleinen Fehler gemacht habe, wenn ich was durcheinander gebracht habe. Ich bin kein Profi, ich bin einfach nur ein Laie, der ja sehr gerne über True Crime spricht. Und ich hoffe natürlich auch aus dem Grund, dass euch das gefallen hat, was ihr jetzt gehört habt, gefallen in Anführungsstrichen, denn es ist ja nichts Schönes, aber es ist halt etwas, was vielleicht auch durch so ein Video wieder in Erinnerung zurückgerufen wird, beziehungsweise, dass Leute vielleicht auch etwas über den Fall erfahren, die vorher vielleicht doch noch nichts darüber wussten. Ich finde das sehr, sehr wichtig und deswegen hat es mich auch gefreut, dieses Video heute zu drehen. Damit verabschiede ich mich von euch, meine Lieben. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag. Ich freue mich sehr auf euer Feedback und eure Kommentare unten. Bis dahin, macht's gut.